So, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Zoo. Heute, ihr seht schon, ich habe ein Gehege vorbereitet, soweit schon. Das ist jetzt, ja, halt einfach nur die Außenmauer mit einem Wassergraben. Und lasst mich mal kurz suchen, wo sind sie? Wir werden natürlich jetzt gleich die Inneneinrichtung machen davon sozusagen. Mehr Galoppo-Schildkröten, da war es nicht mit bei. Beim Ameisenmeer, genau, da sind sie doch. Die Weißschulter-Kapuzinerhäubchen. Sind auch Mittel-Südamerika. Heißt, die kommen da mit hinten in unseren Bereich rein. Und ja, die werden 51 Jahre, sehe ich das gerade richtig? Ja, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist ja doch ziemlich lang. Aber dann lasst uns mal welche kaufen. So, da sind sie, die Weißschulter-Kapuzineraffen. Da kommen die Knöpfe, funktionieren wie immer mal wieder nicht. So, jetzt nimmt dann. Da haben wir die, die sind auch ziemlich billig, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Jetzt nochmal kurz gucken, wie viele dürfen da zusammen. 8 bis 40, ist scheißegal in welcher, welche Kombination. Was ich an sich immer ganz gut finde, weil du dann nicht so groß drauf aufpassen musst. Obwohl doch 13 Männchen dürfen es maximal sein. Das ist halt dann immer die einzige Sache, wo du groß aufpassen musst. Aber man kennt es. Oh, da versucht einer mutig zu sein und es für 800 zu verkaufen. Ich glaube nicht, dass du den los bist. So, nee, da sieht man zwar wieder, der Knopf funktioniert mal wieder nicht. Standard leider in dem Game. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber. Das ist einfach nur random. Und dann, wenn du es nicht kaufen willst, dann ist aber was los. Dann funktioniert es immer beim ersten Mal. So, das waren alle, die es momentan gibt, leider. Ja, ihr seht, das sind nur noch die drei Männchen. Wir brauchen nicht noch mehr Männchen. Das eine Weibchen hat schon genug Männchen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und da hat eure Taschenlampe an und wir können uns ans Gehege machen, würde ich mal sagen. Achso, cool. Ich habe irgendwas den Gehegeeingang vergessen. Ja gut, danke dafür. So, Gehegeeingang kommt einfach hier ran. Yep. Da muss die Bank ein bisschen da weg, aber ansonsten passt. So, okay, stimmt, da noch Kletterschutz dran, ganz kurz. Ganz wichtig, sonst klettern die wieder rüber. Aber ich auch nicht glaube, dass dieses komische Metallteil da die davon abhält, darüber zu klettern. So, Gehegeeingang ist frei. Und da könnt ihr auch nochmal ins Dings reingucken. Da hat man, glaube ich, schon wieder Protestanten gesehen, Alter. Ja, wie gesagt, das Wasser ganz simpel gemacht, einfach so einen Graben gemacht, mit Wasser voll gemacht. Dies muss 1 Meter tief, 1 Meter breit sein. Ich glaube, das ist es locker. Das müsste sogar 3 Meter breit sein oder so. Aber man geht da bei sowas ja lieber auf Nummer sicher, nicht, dass sie dann doch auf einmal rüberkommen. Und ich meine, das ist immer noch bei Weitem groß genug. So, jetzt erst nochmal weiteres Personal für einstellen. Auch ganz wichtig, sonst sind die wieder so schnell überfordert. So, hier mal ganz schnell, bevor die weg sind, wieder den Arbeitsbereich wiederfinden. Genau, da verschwinden sie schon fast in der Masse, aber da habe ich den einen noch gekriegt. So. Jetzt noch den Arbeitsplan bearbeiten, oder? Kommt das noch? Jupp, der Arbeitsplan muss noch bearbeitet werden, das Gehege muss dazugefügt werden. Und ganz theoretisch wären wir jetzt bereit, dass wir losgehen können, theoretisch mit denen. Weil ihr seht, das ist alles, was wir haben. Ich mache die da hinten jetzt auch nochmal rein. Weil, was spricht dagegen, dass die Leute aus dem Arbeitsplan das mitnutzen? Ist ja in der Nähe. Und da wir links vom Vivarium Center auch noch was bauen werden, ist das halt so eine Sache. Meine Vollzeitbeschäftigung ist auch mal wieder am Start, irgendwelche Käfer auszusortieren. Wie ihr seht, die Tapire und Ameisenbären schieben immer noch absolute Panik, weil sie gestresst sind. Woran das liegt, kann mir auch keiner sagen. Also, ich verstehe es nicht. Ich habe mittlerweile die Spiegel da reingemacht, dass die nur in eine Richtung durchgucken können. Ich habe sogar den Spiegel oben an die Aussichtsplattform dran geknallt. Das sieht absolut bescheuert aus. Also, ja, mittlerweile. In dem Video noch nicht, fällt mir gerade auf. Aber das sieht absolut bescheuert aus, weil du dann sozusagen eine schwarze Wand davor hast. Aber die fühlen sich immer noch gestresst, also ich glaube, ich reiß die schwarze Wand davor auch ab. Aber egal, dagegen kannst du aber nichts machen. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt daran, dass wir für die Äffchen dieses Gehege machen.
Und wenn wir damit fertig sind, sehen wir uns wieder. So, da wären wir wieder. Wir sind jetzt ja, wie ihr seht, noch ein bisschen am Bauen hier. Also ein paar Blumen und so noch rein, ein paar Sträucher. Aber ihr seht schon mal im Groben, was hier so passiert ist in diesem Gehege. Und ja, ihr seht, hier sind viele Klettermöglichkeiten noch drin. Ah. Oh. Was ist jetzt los? Ah, ein paar Besucher jetzt Hallo sagen wieder. Ja, es sind viele Klettermöglichkeiten drin. Unter anderem ist auf einer Baumplattform, genau da oben seht ihr es sogar, ziemlich mittig im Bildschirm, ein kleines Piano, worauf die sogar spielen, habe ich zwischendurch mal miterlebt. Aber ja, auf jeden Fall jetzt hier nochmal der Check, ob die überall hinkommen und ob die da auch nirgendwo rausklettern können. Aber ihr seht schon, hier kommt eigentlich keiner voraus. Heißt, das Ding ist sicher. Jetzt nochmal von oben drüber checken. Alles okay, aber. Ja. So, und ihr habt ja jetzt so einen groben Überblick gesehen. Es gibt halt auf dem Stein, der in der Mitte war, was. Gibt dann halt, wie gesagt, diese Baumplattform mit dem Piano. Haben wir dann noch was? Ein paar Lianen, die von den Dings rübergehen. Ein paar Lianen, die von Palme zu Palme rübergehen. Ja, ansonsten habe ich hier mal ein bisschen die Bildung aufgestockt. Weil eine Tagesherausforderung, obwohl war gar keine Tagesherausforderung, aber auf jeden Fall so eine Herausforderung, hat gesagt, bringen von, ich meine, es waren die Schildkröten sogar, die auf, was waren das, 10% oder so die Bildung, wo ich mir dachte, ja gut, das kriegt man hin. Heißt, ich bin jetzt direkt erstmal zu allen hingegangen und habe die Bildung hochgemacht, weil ihr müsst wissen, wenn eure Besucher besser gebildet sind, dann zahlen die auch mehr Geld. Oder was ist, zahlen sie mehr Geld, dann spenden sie dir mehr Geld. Und mehr Geld, ihr wisst ja, ist immer gut. Also da sagt, glaube ich, niemand nein. Und hier nur ein bisschen die Bildschirme einfach an Zäunen festmachen. So, und ich mag es immer ganz gerne, wenn die so ein bisschen schräg sind, weil du guckst ja von oben drauf. Wenn du jetzt wirklich gucken würdest. Aber egal. So, auf jeden Fall hier diesen Bildschirm da auch noch dran. Der dürfte aber keinen Strom mehr haben. Ne, seht ihr? Der ist dann zu weit weg von der letzten Stromquelle, was belastend ist. Und da kommt natürlich auch nochmal nicht die Schildkröte, sondern der Ameisenbär rein. Und dann hier in diesen kleinen Weg mache ich jetzt auch nochmal ab und zu ein paar Schilder. Aber seltener als bei dem Hauptweg, weil... Das ist ja, wie gesagt, der kleine Weg, der an der Seite dran ist. Da sollen die nicht so lange warten. Oder nicht überall rumstehen. Und hier kommen einfach zwei nebeneinander. Eins für Tapire, eins für Ameisenbären. Weil, ihr wisst ja, in dem Gehege ist beides drin. Außer ihr habt die letzte Folge nicht geguckt. Wenn ihr sehen wollt, wie wir das Gehege gebaut haben, dann guckt euch die letzte Folge an. Und welche Probleme wir damit hatten vor allem auch. Ja, auf jeden Fall, hier seht ihr schon, ist jetzt die Glaswand hochgezogen mit dem Einrichtungsspiegel. Aber die sind immer noch ja, gestresst wie sonst was. Da kann man anscheinend nichts gegen machen. Aber ja gut. Also das ist auch so eine Sache, falls irgendwer eine Ahnung hat, wie man den Stressfaktor von denen effektiv senken kann, ohne das Gehege umzubauen wirklich. Sondern vielleicht durch Barrierewechsel oder so. Dann sagst du auf jeden Fall Bescheid, weil das Problem habe ich in letzter Zeit jetzt häufiger, dass wenn ich irgendein Gehege baue, dass dann die Tiere sagen, die sind zu gestresst. Und das behebt sich aber auch nach so einer Minute spätestens selbst immer. Allerdings ist das immer nervig, weil ihr seht oben links oder ja fast schon mittig links diese rote Pfote, die da ist, oder weiße Pfote auf rotem Grund. Hier ist es jetzt gerade, weil es kranke Tiere sind im Faungehege, was natürlich mal wieder überfüllt ist, wo es meistens einfach reicht, einmal kurz, wie ihr seht, einfach zu entlassen in der Wildnis und dann passt das. Egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Faunen sind da ja sehr stressresistent, die haben ja nie Stress wirklich, aber die meisten anderen Tiere, die ich immer im Park habe, mittlerweile haben viel Stress und ich weiß nicht, wie ich es verhindern kann. Und ich versuche auch alles, weil an sich, meiner Meinung nach, Stress geht davon weg, wenn sie nicht mehr im Sichtfeld von den Besuchern sind. Heißt, Einwegspiegel sollten eigentlich wirken. Die Sache ist, es klappt aber anscheinend trotzdem nicht wirklich.
Woran das liegt, wüsste ich ja halt gerne, aber ich habe keine Ahnung. Ach Gott, und ihr seht schon wieder, meine Pfauen sind komplett überbevölkert mal wieder mit Jungtieren. Die müssen auch mal wieder raus. Nee, aber sagen wir mal so, das muss ich euch nicht unbedingt zeigen. Die werden wegen Alters ausgesondert sozusagen. Und der Rest wird dann halt, jetzt wird nochmal abgezählt, dass es wirklich, wie gesagt, die drei Männchen, drei Weibchen sind wieder. Hier genau deswegen das eine Weibchen noch auslassen und jetzt der Rest wird alles markiert und rübergeschoben. Einmal nochmal checken, dass wirklich alles richtig ist und dann rüber mit denen. Aber ich würde mal sagen, dann war es das an dieser Stelle mit dem Video. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, tschüss.